Ist der Megalodon definitiv ausgestorben? Das will ich doch hoffen. Der Ozean ist riesig und voller furchterregend aussehender Kreaturen, aber der prähistorische Megalodon würde alle in den Schatten stellen. Über 10 Millionen Jahre lang beherrschte der spitzzahnige Megalodon die Gewässer der Welt und wir danken unserem Glücksstern, dass er heute nicht mehr existiert. Während Theorien da draußen kursieren, dass gewisse böse Jungs im Ozean immer noch da sind, gibt es keinen Zweifel daran, dass er längst weg und ausgestorben ist. Du glaubst immer noch daran? Mach dich bereit für eine große Dosis an wissenschaftlichen Beweisen. Aber zuerst vergiss nicht, auf Abonnieren zu klicken und die kleine Glocke zu bimmeln, um uns auf der Sonnenseite beizutreten. Hier ist der Megalodon, der größte Hai, der jemals in der Erdgeschichte dokumentiert wurde. Der größte jemals gefundene Megalodon-Zahn, der etwa 17,8 cm lang ist, ist fast dreimal so groß wie die Zähne, die man bei den großen weißen Haien von heute findet. Der Megalodon trug 276 dieser riesigen und scharf gefeilten Zähne, die laut dem Natural History Museum in London in das Fleisch von Delfinen, Walen und möglicherweise sogar anderen Haien eindringen konnten. Hast du schon Angst? Ich schon ein bisschen. Aber hey, du musst nicht um dein Leben rennen, der Megalodon ist nämlich längst ausgestorben. Trotz Blockbuster-Hits wie im Jahr 2018, The Meg und Verschwörungstheorien, die im Internet grasieren, existieren diese prähistorischen Meerestiere nicht mehr. Sei versichert, Megalodon ist vor 2,6 Millionen Jahren tatsächlich ausgestorben und der Beweis liegt im wissenschaftlichen Pudding. Wissenschaftlich mein Lieblingsgeschmack. Vor etwa 2,6 Millionen Jahren begann die als Pleistozän bekannte Ära. Zu Beginn dieser Ära begannen sich die Temperaturen abzukühlen und überall bildeten sich Gletscher. Wenn du denkst, dass dies die Zeit der Eiszeiten war, dann hast du recht, mein Freund. Durch diese sinkenden Temperaturen des Planeten begannen sich nämlich die Dinge in den Ozeanen der Erde zu ändern. Zum einen begannen die Wale zu wandern, um mehr Nahrung zu finden und landeten näher an den Polen. Als eine der Hauptmahlzeiten des Megalodons wurde es für das riesige Raubtier immer schwieriger, Wale zum Fressen zu finden. Vielleicht war das der Grund für das Aussterben des Megalodons? Nun, das haben die Wissenschaftler bis 2016 gedacht, als Dr. Catalina Pimiento und ihr Forscherteam das untersuchten und sagten, dass dies wahrscheinlich gar nicht der Fall sei. Es besteht zwar kein Zweifel, dass der Megalodon definitiv ausgestorben ist, aber wahrscheinlich nicht, weil er bei den kühleren Temperaturen nicht mit den Walen mithalten konnte. Und das liegt daran, dass Megalodon-Fossilien tatsächlich in Gewässern gefunden wurden, die bis zu 0 Grad Celsius kalt waren. Was bedeutet, dass diese Riesenhaie keine Angst vor eiskalten Temperaturen hatten. Sicher, sie bevorzugten typischerweise eine viel gemütlichere 12 bis 27 Grad Temperatur, aber die Studie Pimientos zeigte, dass sie eiskaltes Wasser aushalten konnten. Das ist nicht allzu schwer zu glauben, denn die heutigen Haie sind eigentlich mesotherm. Was bedeutet, dass sie ihre Körpertemperatur auch dann etwas wärmer halten können, wenn das umliegende Wasser kälter ist, als sie es sich wünschen. Okay, wenn also die neuen Migrationsmuster der Wale nicht das waren, was die Megalodon-Arten getötet hat, was dann? Wie bei so vielen Dingen ist die Antwort Konkurrenz. Obwohl der Megalodon wütend und beängstigend war, gab es tatsächlich andere fleischhungrige Raubtiere im Meer, die gerne viele der gleichen Dinge aßen wie diese Riesenhaie. Einer der größten Konkurrenten des Megalodons im tiefen Blau während der Mittelmiozänen-Ära war die inzwischen ausgestorbene Gattung der Pottwale, die als Leviathan Melvillae bekannt sind. Diese prähistorischen Pottwale hatten kürzere Kiefer als die heutigen Pottwale und sie konnten Haie und sogar andere Wale bekämpfen. Puh, und das waren nicht die einzigen fleischfressenden Wale, die in dieser Zeit durch das Meer streiften. Am Ende der Miozän-Ära trat ein neuer Hai in das Bild ein und veränderte alles.
Es war der Carcharodon Hubblei, der älteste Vorfahre des heutigen großen weißen Hais. Und dieses neue Kind im Block hatte keine Angst, mit dem mächtigen Megalodon Kopf an Kopf zu gehen, wenn es darum ging, nach Beute zu suchen. Woher wissen die Wissenschaftler das? Nun, Zahnabdrücke des Carcharodon Hubblei wurden in Fossilien der gleichen Wale gefunden, die der Megalodon gerne kaute. Mit fortschreitender Zeit beim Pliozän-Zeitalter begannen die Wale zu verschwinden. Während es in der vorigen Miozän-Ära etwa 60 verschiedene Walarten gab, blieben bis zur Pliozän-Ära nur noch 40 übrig. Viele dieser Wale hatten sich entwickelt und trugen Barten anstelle von Zähnen. Diese borstenartigen Dinger in den Mündern der Wale dienen als Filtersystem, das ihnen hilft, mehr Krill, ihr Lieblingsessen, zu fangen. Der Krill, mit dem sie sich ernährten, aß vor allem mikroskopisch kleine Algen, die als Diatomeen bekannt sind. Aber vor etwa 3 Millionen Jahren begannen die vielen verschiedenen Arten von Kieselalgen zu verschwinden, sodass nur noch wenige verschiedene Arten übrig blieben. Während es immer noch nicht bekannt ist, warum das alles passiert ist, könnte es an einer Verschiebung der Ozeanwasserzirkulation liegen. Wegen dieses Mangels an Kieselalgen schwamm nicht mehr so viel Krill herum, was wiederum Wale mit leeren Bäuchen verursachte. Als diese Wale langsam verschwanden, verschwand auch der Megalodon. Tja, so ist der Lauf des Lebens. Zu dieser Zeit musste der Megalodon sein Kampfgesicht aufsetzen und noch härter gegen die großen weißen Haie kämpfen, die kleiner und schneller waren. Das wäre, als ob ein Ford Escape mit einem Porsche Carrera GT konkurrieren würde. Weißt du, was ich meine? Da diese großen weißen Haie agiler und kleiner sind, benötigen sie weniger Nahrung als der Megalodon. Und das ist der Grund, warum vor 2,6 Millionen Jahren der allerletzte Megalodon die Ozeane bereiste, als der furchterregendste Hai jemals. Aber riesiges, blutgieriges Raubtier hin oder her, es ist dennoch immer irgendwie etwas traurig, wenn eine Art ausstirbt, findest du nicht? Aber was wäre, wenn der Megalodon den Mangel an Walfutter überlebt hätte und weiter gedeihen würde? Würden die heutigen Ozeane anders aussehen? Naja, du wärst wahrscheinlich viel weniger geneigt, im Meer schwimmen zu gehen, oder? Spaß beiseite, das heutige Meeresleben wäre ein wenig anders, wenn der Megalodon noch da wäre. Zum einen hätten wir dann vielleicht nicht mehr die massiven Walarten, die wir kennen, wie den Blauwal zum Beispiel. Diese Jungs können bis zu 25 Meter erreichen und sind damit die größten Tiere, die wir je auf dieser Erde gesehen haben. Sie schafften es, zu einer so kräftigen Größe heranzuwachsen, dank der Tatsache, dass diese größeren Wale in mehr als ein paar Millionen Jahren nicht von den neuen kleineren Raubtieren des Ozeans, den großen weißen Hai und den Orcas gejagt wurden. Ohne auf irgendjemandem seiner Speisekarte zu sein, wuchsen und gediehen daher größere Walarten weiter und wurden zu den massiven Tieren, die sie heute sind. Während die heutigen großen weißen Haie noch nicht mal annähernd so groß sind wie der Megalodon, scheinen sie in seine Fußstapfen zu treten. Der große Weiße wird etwa 1 Meter größer als seine Vorfahren, die im Pliozän-Zeitalter zusammen mit dem Megalodon schwammen. Außerdem scheinen sie schneller zu wachsen, wenn sie jünger sind, ähnlich wie der Megalodon. Bedeutet das, dass der große Weiße das Potenzial hat, in Zukunft so groß und stark zu werden wie der Megalodon? Naja, da die Wale so groß werden wie heute und der große weiße Hai in unseren Ozeanen gedeiht, könnte der nächste Megalodon gleich um die Ecke sein. Naja, wenn man bedenkt, dass es Millionen von Jahren gedauert hat, bis sich der Megalodon entwickelt hat und so groß wurde, wie er in seiner Blütezeit, wird das eine lange und entfernte Ecke sein. So, da hast du den wissenschaftlichen Beweis, dass der Megalodon nicht mehr existiert. Tut mir leid, dass ich deine Illusion zunichte gemacht habe, falls du dir irgendwas anderes erhofft hattest. Es sieht so aus, als ob der einzige Megalodon, den du in naher Zukunft sehen wirst, der auf deinem Bildschirm sein wird. Also, bei welchen anderen beängstigenden prähistorischen Kreaturen bist du froh, dass sie heute nicht mehr existieren? Lass es uns unten in den Comments wissen. Vergiss nicht, dem Video ein Like zu geben, wenn es dir gefallen hat, und zeig's deinen Freunden. Klick auf Abonnieren, denn so bleibst du bei uns auf der Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da.